Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Und zwar heute möchte ich einfach ganz kurz mal auf eine Thematik eingehen, auf eine Frage. Und zwar, letztens habe ich mich mit einem Kumpel von mir unterhalten und dann habe ich ein bisschen recherchiert in den Facebook-Gruppen und habe gesehen, dass es auch immer wieder ein Thema ist. Und zwar einfach in High-Growth-Aktien zu investieren, sprich also in sehr risikoreichen Startups, in sehr zukunftsträchtigen Branchen wie künstliche Intelligenz und alles, was damit zusammenhängt, ja, Data Science, autonomes Fahren, automatisiert, alles automatisiert, ja, automatisierte Fertigung, automatisierte Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Also in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wird wahrscheinlich die Hälfte der westlichen Weltbevölkerung gar nichts mehr tun müssen. Ja? Das sind dann wieder sozial-politische Themen, die da auf uns zukommen, aber mal abgesehen davon sollte man sich die Frage stellen als Anleger und Investor in Aktien. Und welche Aktien, welche Unternehmen denn da am meisten davon profitieren? Und da gibt es natürlich einige schon große Firmen, wo man auch ein bisschen besser schlafen kann, wenn man da investiert. Aber dann gibt es auch natürlich einige, ja, noch sehr, also Themen, in die man gerne investieren würde, die aber noch in den Anfangsstadien sind. Und dann gibt es meistens so wie so häufig einige Firmen, wie so mal ein halbes Dutzend oder ein Dutzend Firmen, die da sozusagen Vorreiter sind, aber dann erfahrungsgemäß bleiben dann meistens nur ein oder maximal zwei Firmen übrig und man will ja nicht auf der Verliererseite sein. Das heißt, man will ja nicht sein komplettes Geld dann verlieren. Das heißt, man muss dann wieder, sagen wir mal, wenn es jetzt in einem bestimmten Bereich, wie zum Beispiel Wasserstoffforschung, Wasserstoffantriebe, mal angenommen, da gibt es jetzt sechs Firmen, die interessant sind, und man weiß aber nicht, welche davon bleibt übrig. Ja, wahrscheinlich nur ein oder zwei. Da müsste man ja in sechs Firmen gleichzeitig investieren. So nach dem Motto, wenn ich in sechs Firmen 1000 Euro jeweils investiere und nur eine geht durch die Decke und hat am Ende 10.000% und die anderen gehen alle pleite, dann bin ich trotzdem fett im Plus. Ja? Um diese lange Vorrede, kurzer Sinn, wie eine Möglichkeit, wie man das Ganze ein bisschen intelligenter umgehen kann, man kauft sich einfach eine Aktie oder ein Unternehmen, die ganz, ganz, ganz viele solche Firmen oder Unterfirmen, also kleine Tochtergesellschaften mit anderen Worten, bereits inkludiert. Und eine Möglichkeit, eine wirklich super Möglichkeit, ist die Alphabet. Alphabet ist nichts anderes wie Google, ja. Und wir kennen alle Google, ja, niemand kommt an Google vorbei. Und Alphabet ist aber eine Muttergesellschaft, die noch ganz, ganz, ganz viele Firmen hier inkludiert. Ich schlage jedem vor, sich mal auf der Alphabet Homepage umzuschauen, wie viele Firmen, wie viele, ja, Trends die investiert haben und wie viele Startups. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also es sind Hunderte. Und die kaufst du hier natürlich alle gleichzeitig mit, indem du hier eine Alphabet als Aktie kaufst, ja. Du hast also quasi ganz, ganz viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen und jeder Rücksetzer ist meiner Meinung nach hier ein Kauf. Und wir haben ja hier so ganz kleine Dips gehabt hier im letzten, also quasi Januar, Februar und da habe ich natürlich auch noch mal eine nachgekauft, ja. Ist natürlich nicht ganz so günstig und wenn du jetzt ein normaler Verdiener bist, ja, mit jeden Monat paar hundert Euro übrig hast zum Investieren, dann musst du da schon ein bisschen mittlerweile ansparen, um dir dann eine einzelne Alphabet-Aktie leisten zu können. Aber es lohnt sich. Ja? Also wer da kontinuierlich immer wieder mal eine gekauft hat, der ist da mittlerweile mit über 100%, mit über, ja, sag mal 60, 70% mindestens, also sowas im Plus. Ja? Und allein im letzten Jahr 50% und wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter zurückgehen, natürlich noch viel mehr. Also das wäre so mein Vorschlag, die Alphabet-Aktie, Google-Aktie, sich das mal anzuschauen. Hier einfach, sagen wir mal, wie so ein kleiner, ja, ETF-Sparplan, ja, für High-Growth, zukunftsträchtige, sehr risikoreiche Domänen, ja, also Branchen und das ist sozusagen alles mit reingepackt in diese einzelne Aktie. Nur mit dem großen Vorteil, dass du hier keine Abschläge hast und keine Extragebühren wie bei Fonds oder ETFs. Das erledigt alles Alphabet für dich. Ja? Also, das soll es gewesen sein zu diesem Thema.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat oder dieser Aktientipp gefallen hat oder ja, oder auch nicht, dann eben dann nicht Daumen hoch oder einen Daumen runter oder wie auch immer. Und abonniere einfach meinen Kanal, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Mission Millionär.